So, Leute, da sind wir mal wieder zu einer neuen Folge von Forster Motorsport. Wir wollen mal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Hatten ein bisschen viel zu tun die letzten Tage, deswegen kam auch länger kein Video jetzt. Aber wir gehen mal in die Karriere weiter rein. Es war ja mit den Ferraris hier noch. Sind wir ja noch im Gange. Ich stelle mal kurz das Lenkrad um, damit das gleich alles passt und ich das nicht gleich machen muss. So. Wir sind ja noch in der Schwierigkeit 6, was man jetzt auch schon deutlich merkt. Jo, und dann gehen wir mal rein. Wir haben 400 CP, die wir noch investieren werden in ein schnelles Upgrade. Bisschen Beschleunigung. Damit wir gleich ein bisschen weiter vorfahren können, hoffentlich. Okay, jetzt abschließen. Und dann, ich weiß nicht, ob ich das Training hier schon mal gefahren bin. Virginia ist die nächste Strecke. Der Virginia International Raceway wurde 1957 eröffnet und bis 1974 wurden dort Rennen ausgetragen. Ein Vierteljahrhundert später wurde er renoviert und im Jahr 2000 wieder für den Rennbetrieb geöffnet. Ja, sehr gut. Das ganze Gerät war noch im ersten Gang. Gleich erstmal ein schöner Crash. Jawohl, gleich. Fährt das Ding noch? Der Kiste hier können wir nicht mehr fahren. Der fährt überall hin. Na gut, dann werden wir das Training wohl noch mal neu starten. Ach, kann ich gar nicht. Doch, kann ich. Ja, wir wollen es nochmal neu starten. Wir hauen gleich mal den siebten Gang rein. Die Gesamtstrecke des Virginia International Raceway hat 18 offizielle Kurven, aber einige haben mehr als einen Teil, sodass man sich auf mindestens 23 Richtungswechsel. Konzentrieren jetzt hier. Räder blockieren nach wie vor beim Bremsen, obwohl es ABS an ist. Ich habe keine Ahnung.
so einfach die Strecke hier mit dem Auto. Das wäre eher was für den Golf. Zeit ist weit von dem entfernt, was ich eigentlich fahren müsste hier. Niemals erreichen die 2 Minuten. Abflug hier. Jetzt bin ich eh ganz raus. Ich weiß gar nicht, wie ich das Rennen hier überstehen soll.
wieder alle so schnell. Ich weiß nicht, ob es an meinen Einstellungen liegt. Wir werden gleich mal reingucken, was wir noch ändern können. Völlig untergehe. Ja, das war's. Das wird echt ein Rennen. Sind die so sauschnell, also der hat mir direkt hinten dran geklemmt. Gucken noch mal hier, was wir machen können, aber wir fahren mal ein bisschen höheren Reifendruck. Hinten 2,6 Übersetzung, ja, ich brauche keine 425 fahren. Wir stellen das mal ein bisschen runter. Ausrichtung, da können wir eh nichts machen. Hier auch nicht, Dämpfung auch nicht. Hier können wir auch nichts auf Kurven gehen. Bremsbalance haben wir schon eingestellt. Wir machen mal den Bremsdruck noch ein kleines bisschen höher. Differential können wir alles nichts machen. Dann können wir nur hoffen, dass wir jetzt nicht hier völlig untergehen. Nein, da wollte ich nicht schon wieder hin. Wir gehen zum Rennen. Eieiei, ich würde mal fast sagen, also die Strecke liegt mir nicht. Wir versuchen es von Position 3. Die sind ja auch so sauschnell, habe ich im letzten Rennen festgestellt. Der Grüne hier. So, haben wir mal wieder aus dem Stand. Sehr gut. Vernünftig.
Strecke überhaupt nicht klar. Das ist eine Katastrophe. Abflug. Oh, ey. Gesamtzeitstrafe beträgt etwa 4 Sekunden. Ich weiß gar nicht, wie ich hier überhaupt hinterherkommen soll. Also. Die sind in den Kurven so schnell. Das Ding auch null. Also, das ist eine Katastrophe. Er ist nur am Rutschen. Die fahren da straight durch die Kurven durch. Habe ich die Übersetzung jetzt zu kurz gemacht. Ich latsche voll rein. Es ist zum Kotzen, wirklich. Start jetzt das Rennen einmal neu. Weil mir das auf den Sack geht jetzt hier. Die ganze Karre ist nur am Rutschen. Thank you.
Die Vorhut, ich krieg sie überhaupt nicht. Und die sind dann so schnell durch. Sorry. Mal vergraben. Schnell fahren kann jeder. Da bin ich weg. Aber sobald ich hier die engen Kurven habe, sind sie wieder da. Durchfahren, das ist doch nicht normal. Thank you.
hinter mir ist aber deutlich schneller. Chance jetzt nochmal ranzukommen hier, aber sind auch zu weit weg. Auch die anderen sind schneller als ich hier. Also. Der Motor auch irgendwie überdreht, irgendwie hat der andauernd Aussetzer. Vielleicht komme ich deswegen nicht mehr auf die Speed auch. Naja, zumindest ist Dritter geworden. Also. Puh. Das war eine gute Leistung. Wir sind auf P3 gelandet. Das fand ich jetzt auch. Also das war gut, dass wir das Rennen nochmal gestartet haben. Wir waren vorher Erster, okay. Und auch ohne größere Beschädigung jetzt. Also das habe ich mir jetzt Mühe gegeben. Das will ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, mal gucken, ob man erkennt, warum der so schwimmt.
mal gar nicht so. Da sieht man hier auch nicht, wie ich eigentlich die ganze Zeit am Lenkrad am Rudern bin. Aber auf der Strecke sieht man das kaum. Ja, da ein bisschen, aber... blockieren jetzt nicht. Weil die ganze Zeit gut im Schach gab bis zu dem Aussetzer. Treffe ich die Linie gut. Trotzdem. Ja. Da ist der Abflug. Die Reihe haben überholt, also war ich doch die ganze Zeit erster vorher. Okay. Thank you.
eigentlich vorbeikommen können. Ist er nicht. Gut, aber das soll es gewesen sein mit der Folge. Lasst gerne einen Daumen da. Like das Video. Kommentiert es von mir aus, wie schlecht ich doch hier fahren bin. Ihr könnt natürlich auch reinschreiben, gut gefahren. Hauptsache, lasst mal einen Kommentar da. Like das Video und schaut wieder rein. Bis dann. Ciao.